haben wir jetzt unsere Straßenbahn und zugeführte Energie ist der Strom, also Elektroenergie, und abgegeben wird von den Elektromotoren Bewegung, mechanische Energie. Nächstes Beispiel. Die Solarzelle vom Taschenrechner bekommt Licht, also Strahlungsenergie, und gibt ein bisschen Strom für den Taschenrechner ab, also Elektroenergie. Das Pferd bekommt Futter. Das Futter ist also Träger chemischer Energie. Und daraus wird dann Bewegung, mechanische Energie. Die Herdplatte. Zugeführte Energie ist Elektroenergie, also Strom. Und abgegeben wird von der Herdplatte Wärme, thermische Energie, mit der wir unsere Suppe dann kochen. Der dicke Truck bekommt Dieselkraftstoff in den Tank, das ist chemische Energie, und vom Motor wird Bewegung erzeugt, also mechanische Energie. Der Radfahrer hat jetzt Schwung, fährt die Rampe hoch, oben hat er keinen Schwung mehr, also an der Rampe wird Bewegungsenergie zugeführt und abgegeben Höhe. Jetzt ist er nämlich 1,50 Meter höher als vorher. Also aus Bewegungsenergie kann Höhenenergie erzeugt werden, ganz einfach auf der Rampe hier. Okay, Zusammenfassung. Wir haben also Energiewandler, die bekommen eine bestimmte Energieart zugeführt und geben eine andere Energieart ab. Zum Beispiel unsere Kerze, chemische Energie in Form von Wachs. Und die Kerzenflamme verbrennt das Wachs und erzeugt damit Strahlungsenergie, Licht und Wärme. Der Truck, chemische Energie in Form von Diesel, geht in den Tank und der LKW-Motor verwandelt die chemische Energie dann in Bewegungsenergie. Herdplatte, Elektroenergie und abgegeben wird Wärme. Bei der Straßenbahn gibt es auch wieder Elektroenergie, aber abgegeben wird Bewegungsenergie. Zum Schluss nochmal die Solarzelle, Strahlungsenergie wird also von der Solarzelle umgewandelt in Elektroenergie. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr Beispiele, aber die finden sich dann im Arbeitsblatt.